Professionell mit Akustikmessungen arbeiten, Dezibelwerte berechnen, gegeneinander vergleichen, das ist das Thema dieses vierten Teils in der Reihe Warum eigentlich Dezibel? Im letzten Video haben wir eine einfache Aufnahme gemacht, wie ich singe. Ma, ma. Und ich zeige jetzt, wie man jetzt diese Aufnahmen professionell verarbeiten kann. Zunächst einmal zeige ich, wie man den Dezibelwert in eine Grafik überführt, wie man die skaliert, aber auch viel wichtiger, wie man die Frequenzen in einem Signal auswertet und das gegeneinander vergleicht, damit man auch das Problem versteht und nicht nur erkennt, dass man ein Problem hat. In diesem Video gibt es viel zu lernen. Um jetzt an meine Messdaten ranzukommen, verbinde ich einfach mein Messgerät mit meinem Laptop per USB. Dum, dum, dum. Und schon haben wir Zugriff auf die Messdaten. Ich muss hier nur sagen, du sollst dich wie eine SD-Karte verhalten. Und schon sehe ich meine Messung. Jetzt sehe ich hier, Skobold heißt mein Gerät. Dann gehe ich hier in den Ordner rein. Ich habe das unter FO gespeichert und das war jetzt der fünfte Versuch. Das ist mir ganz gut gelungen. Einfach Drag-Drop hier rüberziehen und boom, habe ich schon ein erstes Ergebnis. So einfach, ganz ohne Nachdenken. Zack, fertig. So, was sehe ich denn jetzt überhaupt hier? Und das Einfachste, das zu überprüfen, ist, indem wir es einfach wiedergeben und es mit den Ohren und anhören. Das ist der große Vorteil, wenn wir Zeitdaten haben, dass wir jederzeit auch einfach mal reinhören, was wir denn da eigentlich sehen. Also, ich drücke jetzt hier einfach Wiedergabe. Hört man einmal nicht. Ja. Und dann nochmal doppelt so laut. Ma. Ja. Vielleicht erinnern Sie sich noch, als ich nichts sagte, still war, ging der Pegel auf 50 Dezibel runter. Das kann ich auch jetzt hier in der Grafik sehen. Also nicht nur in so einer Online-Direktanzeige, sondern auch hier für immer fixiert und auslesbar. Hier beim ersten Gesang kann man einfach jetzt den Pegel sich anzeigen lassen. 89, ja, so fast 90. Und dann hatte ich ja selber versucht, gefühlt doppelt so laut zu sein. Doppelt so laut, ja, nicht doppelt so viel Energie. Doppelt so viel laut ist dann plus 10 dB, wäre also um die 100. Schauen wir mal hier, zweites Mal, ja, 100, 101, also ein bisschen so viel, also war schon ganz gut fürs erste Mal. Jetzt wollen wir aber prüfen, ob das wirklich auch doppelt so laut war. Dazu stelle ich jetzt einfach die Analyse um, also nicht Level über der Zeit, also eine energetische Betrachtung, sondern Lautheit über der Zeit. Dann wird das einfach jetzt mal neu verrechnet, die Zeitdaten. Jetzt sehe ich hier, der erste Moment, 9,5 war hier so 65 Zone. Und jetzt linear, das Doppelte ist dann einfach der doppelte Wert, das wären so 130. Jetzt habe ich selber beim Singen gemerkt, am Anfang war ich zu laut, das sieht man hier bei der Lautheit auch viel feiner aufgelöst und habe mich dann nach hinten hin korrigiert, wo ich sage, das ist jetzt gefühlt die richtige Lautstärke und man sieht es auch, es ist tatsächlich der doppelte Wert, 130 Sounder. Und das ist das Tolle an Lautheit, man hat als Mensch ein Gefühl dafür, wann etwas doppelt so laut ist und die Messtechnik kann das jetzt auch wirklich belegen. Aber jetzt schauen wir, ob diese ganze Theorie über Dezibelwerte, wie die sich verhalten, ob das tatsächlich auch in der Messtechnik so widerspiegelt. Ich stelle jetzt hier also nochmal zurück auf Level versus Time. Dann sehe ich jetzt hier am Anfang, hatte ich ja, wenn ich nichts sage, 50 Dezibel. Das ist etwas irritierend, weil es war doch nichts zu hören. Das ist wirklich nur ganz leise, oft so ein tieffrequentes Wummern von der Stadt, von der Straße, von der Lüftungsanlage, die man so als Mensch gar nicht wahrnimmt. Deswegen gibt es, um das anzugleichen, ja auch solche Gewichtungsfunktionen. Ganz berühmt der dBA-Wert, es gibt auch einen dBC-Wert für laute Geräusche. dBA-Wert wird am häufigsten genutzt, das hat unterschiedliche Gründe, die ich in anderen Videos auch ausführlich erklärt habe. Der dBA-Wert, was ist das? Also was ein Mikrofon misst, ja, und was ein Ohr misst, also das sieht man schon, das ist ein völlig anderer Messapparat. Da gibt es verschiedene Effekte und der dBA-Wert ist so eine Filterfunktion, die jetzt versucht, das, was ich höre und das, was man misst, jetzt irgendwie anzugleichen. Ja, so ein erster Schritt. Also gehe ich jetzt hier hin bei Einstellungen und sage, ich hätte gern bitte die A-Gewichtung in meiner Berechnung drin. Und schon, wups, sehe ich auch schon das neue Ergebnis. Also nicht mehr 50 Dezibel bei Ruhe, sondern es bricht das hier auf, also ich 38 dBA ein. Und ist immer noch überraschend hoch die Zahl, aber man kommt dem näher, was man als Mensch wahrnimmt, wenn man hier im Raum sitzt. Jetzt will ich gezielt das Singgeräusch auswerten und das kann ich jetzt über die Zeitdaten einfach so zwei Vorhänge ziehen und dann sage ich, ich möchte nur diesen Bereich jetzt mal gemittelt haben. Drücke ich hier auf Calculate, dann sieht man schon mal die neue Kurve und wenn ich hier auf die Tabellenfunktion drücke, kriege ich auch wirklich als Wert das ausgegeben hier 86,3 dBA. Wie verhält sich jetzt der Dezibelwert, wenn ich jetzt die Messzeit jetzt verdoppele und zwar kommt der jetzt nur wieder relative Stille hinzu. Dann werden aus den 86, einfach nochmal neu berechnen, im neuen Zeitfenster, dann 83. Also genau der Effekt, den wir erstmal theoretisch auf dem Papier uns überlegt haben, mit Hilfe von Taschenrechnern, zeigt sich auch hier in professioneller Messtechnik. Es ist so. Und das ist, ich finde es immer wertvoll und auch stärkend, wenn man den Hintergrund verstanden hat und nicht dann erst durch so eine Software
auf solche Effekte aufmerksam gemacht wird. Das gibt einem dieses Fundament zu sagen, ja, ich habe die Akustik wirklich grundlegend verstanden. Aber durch das Aufzeichnen der Zeitdaten habe ich jetzt viel mehr Möglichkeiten noch zu verstehen, welche Ursache mein Geräusch und dieser Pegel hat, indem ich ja jetzt auch in die einzelnen Frequenzen hineingehen kann und mich fokussieren kann auf die Probleme. Ich reiße jetzt nochmal die ganze Messung auf und werte jetzt FFT versus Time aus, also eine Frequenzanalyse über der Zeit. Von links nach rechts sehe ich jetzt weiterhin die Zeit, aber von unten nach oben nicht einfach nur eine Linie, die mir den Gesamtpegel anmacht, sondern die Frequenzen werden einzeln aufgelöst. Die Pegel der einzelnen Frequenzen werden durch ihre Farbe dargestellt und die Lage der Frequenzen als Lage von unten nach oben aufsteigend dargelegt. Und aufgepasst, die Zeit wird linear aufgetragen, die Frequenzen aber logarithmisch. Wieder, immer wieder die Logarithmus. Denn das ist wertvoll in der Akustik. Denn der Mensch guckt immer relativ. Ja? Er sagt einfach bei 100 Hertz, okay, das ist der Ton, was ist 110 Hertz? Diese 10%, das unterscheidet er. Bei 1000 Hertz interessiert das nicht, ist 1000 und 1010 Hertz, sondern es ist 1000 und 1100. Oder bei 10.000, 10.000 und 11.000 und nicht 11.000 und 100 oder 10. Das heißt, immer abhängig von der Stelle, wo ich bin, wird dann wieder relativ der Frequenzspektrum erweitern. Und das kann man mit so einer logarithmischen Skalierung schön zusammendampfen. Bei tiefen Frequenzen habe ich eine relativ hohe Frequenzauflösung, da gucke ich in die Details. Und bei hohen Frequenzen kann man das alles zusammendrücken, weil der Mensch eh nicht mehr dann so fein unterscheidet. Und genau das wird in der logarithmischen Skalierung berücksichtigt. Ich kann ja spaßeshalber mal auf lineare Darstellungen stellen und dann bricht alles so zusammen. Und das ist nicht die Art und Weise, wie ich das Geräusch wahrnehme und unterscheide. Und deswegen ist es üblich, logarithmisch die Frequenzen aufzulisten. Jetzt schauen wir uns mal diesen hinteren Bereich genauer an, fokussieren uns darauf und schauen uns die FFT an. Zoomen wir da mal rein. Wiedergabe, vorwärts, rückwärts, konstanter Loop. Okay, da sind verschiedene Töne drin und diese Tonhöhen, die kann ich jetzt hier durch die Farben auslesen. Jetzt kann es ja sein, dass es viele Geräuschwellen gleichzeitig da reinspucken oder hat das alles einen Ursprung? Und die einfachste Methode, das festzustellen, ist zu überprüfen, ob diese Frequenzen in einem mathematischen Zusammenhang stehen. Rechte Maustaste, einfach den Cursor öffnen, Harmonic Cursor, also ich gucke die harmonischen einer Welle und stelle jetzt einfach hier mit der Maus auf die Grundfrequenz ein. Und jetzt sehe ich schon bei doppelter Frequenz, bei dreifacher, bei vierfacher Frequenz immer wieder einen Frequenzanteil. Und das ist ein ziemlich klarer Hinweis, dass es sich vermutlich um eine einzelne Geräuschquelle handelt, die dann in ihrer Schwingung mehrere Obertöne gleichzeitig abstrahlt. Ich kann jetzt meine Analyse auch anpassen und zum Beispiel die Frequenzauflösung erhöhen, einfach hier auf Einstellungen hohe Frequenzauflösung sagen. Und schon sehe ich, die Frequenzen sind jetzt hier viel feiner bestimmt. Und dann kann ich nochmal wirklich dezidiert nachsehen, das ist wirklich genau auf dem Punkt. Wir haben also jede Oberwelle ist genau ein Vielfaches von der Grundwelle. Das ist höchstwahrscheinlich nur eine einzige Geräuschquelle. Ganz wertvolle Information, ganz am Anfang. Macht den einen weg, sind die anderen auch weg. So, ich denke, wir sind soweit. Theorie haben wir verstanden. Jetzt gehen wir mal eine echte Messung rein. Ich habe hier eine Messung von einer Waschmaschine, und zwar der komplette Zyklus. Oben schön dargestellt, und es dauert ja schon hier, was sind es, 1,5 Stunden. Da sieht man auch, der Pegel ändert sich die ganze Zeit. Natürlich hinten raus gibt es also Spülschleudergänge und hinten aus Trockenschleudern. Da hat man schon einen ersten Überblick, wann der Krach entsteht. Wenn Sie jetzt verantwortlich sind für die Akustik einer Waschmaschine, die gibt es ja immer so Aufkleber, wieder so Sternchen werden da vergeben, dann interessiert Sie ja nicht nur am Ende der Gesamtpegel, dann stehen Sie da, ist aber laut, woran liegt es denn? Sondern Sie können jetzt dank der Zeitdaten genau sehen, zu welchem Zeitpunkt der Pegel angehoben wurde, wann er abgesenkt wurde, wo man überhaupt angreifen sollte, damit man da auch wirklich effektiv im Mittelwert eine Verbesserung erzielt. Das kann man jetzt quasi schon mal vorab simulieren. Unfassbarer Geschwindigkeitsvorteil in der Entwicklung. Betrachten wir ganz am Anfang mal diesen Waschzyklus. Da sieht man schon, das gibt natürlich immer so eine leise Unruhe, wenn die Wäsche da um sich rumpoltert. Aber jedes Mal, wenn die dann stehen bleibt, ja, man sieht manchmal so 52 Dezibel, aber wenn sie dann kurz stehen bleibt und das Wasser sich sackt, dann fällt natürlich der Pegel schlagartig ab und das drückt natürlich, haben wir gelernt, den Gesamtpegel auch ein bisschen wieder runter. Weiter hinten in der Messung, der Moment, wo zum ersten Mal geschleudert wird, da sehe ich schon, das ist eine deutlich größere Energie da. Die Pegel gehen rauf und im Pegel, ich kann das jetzt mal auswählen und nachrechnen, da sind wir schon bei über 60 Dezibel. Und ganz hinten das Trockenschleudern, nenne ich es mal, da sehen wir auch, nehmen wir nochmal den Ausschnitt, da haben wir 70 dB und das über einen relativ langen Zeitraum. Das heißt, da wird dann letztendlich der Wert für den Aufkleber generiert. Gut zu wissen. Das Tolle ist, dass man jederzeit reinhören kann, was höre ich denn da jetzt gerade aus? Und ich einfach nur einen Pegel sehe, der hochgeht und keine Ahnung, was da los ist. Hier zum Beispiel bei dem reinen Waschzyklus sehe ich, das
ist ja immer so ein Wechseln und ich kann mit der Frequenzdarstellung ja auch sehen, welchen Frequenzen jetzt die Pegel hochgetrieben werden. Da gibt es einmal dieses Umschlagen der Wäsche, das heißt, dieser Ton hängt davon ab, wie voll die Trommel ist. Wenn die ganz voll ist, wird dieses Schlagen nicht so laut ausfallen, also mit kleinen Dingen umso mehr. Jetzt sehe ich bei den höheren Frequenzen hier so drei Einzelereignisse an dieser Stelle. Was ist das? Ich wähle einfach meinen Cursor, sage hier, was ist das hier? Und dann hören wir mal rein. Klilling. Das ist eine Gürtelschnalle, die gegen das Glas geschlagen hat. Das kann ich da direkt wiedererkennen. Und deswegen hier immer wieder ab und zu mal auftritt. Kann man sagen, okay, müssen wir nicht berücksichtigen. Oder gut, dass wir das ja mal die Wirkung verstanden haben. Ich kann also jetzt diese komplette anderthalbstündige Messung mir angucken. Und überall mal reinticken, was ist da los, was hat es hier hochgetrieben, was hat es da hochgetrieben, wie viel Potenzial hat die einzelnen Stellen. Und so kann man wirklich ganz gezielt an der Akustik einer Maschine, das ist zum Beispiel mit der Waschmaschine, dran arbeiten. Ich muss es nur einmal gemessen haben. Gratulation! Sie haben jetzt schon sehr viel gelernt über Dezibel und wie man mit einer Akustik arbeitet. Aber es gibt noch so viel mehr zu lernen. Da kann man die jetzt auf YouTube irgendwie sich durchklicken, aber dann wissen Sie nie, wann Sie jetzt wirklich fertig sind und so weit sind, mit der Arbeit zu beginnen. Da habe ich einfach einen Trick für Sie. Nehmen Sie doch eine richtige Schulung wahr. Das sind so ein, zwei Tage und dann, ich zum Beispiel, habe sehr viel von Mario, komm mal rein, von Mario gelernt, da macht ihr das Schulungsseminar, vielleicht erzählst du mal selber, wie es geht. Wenn Sie mehr Informationen brauchen, auch wie Aufnehmen geht, was man alles beachten muss, was man einstellen muss, welche Analysen es sonst noch so gibt, was für Parameter bei der Analyse es gibt, da gibt es ja ganz viel zu lernen, kommen Sie einfach bei uns im Trainingscenter vorbei. Ja, da zeigen wir Ihnen an ein oder zwei Tagen die grundlegenden Sachen oder auch später ein bisschen tiefer gehend, andere Analysen, können wir alles reingehen. Ich kann auch gerne zu Ihnen kommen, ja? Das ganze Team schulen. Dann kommt nicht einer von der Schulung zurück und muss alles erklären, sondern alle sind gemeinsam da gewesen und sind auf einem Stand und zack, kann es losgehen. Ja? Das Projekt geht weiter oder noch besser als vorher. Kann ich nur empfehlen, immer wenn ich eine Frage habe, gehe ich auch zu Mario, der weiß einfach alles. Und dann ist man direkt auf dem Weg. Also, sehen uns. Alle Informationen in der Beschreibung, so gut, einfach nachgucken. Bis dann. Tschüss. Ciao.